Zugpläne muss man sich kümmern und so. Also es bekommt jetzt in der Alltag eine richtige Bedeutung. Ja. Nur ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt sage, ich mache das, obwohl alle anderen sagen, der hat ja einen Gläscher. Oder ob jetzt irgendeine Verordnung kommt, wir haben das jetzt. Obwohl es im Prinzip das Gleiche war, nur ist es eben nicht selbst gewählt. Ja. Ich habe bei mir das Gefühl, dass es selbst gewählt ist, was ich mache, wobei ich selbst das bezweifle. Ja. Also ich kann nicht jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Freiheit habe, wirklich die Freiheit habe, das selbst zu entscheiden, dass ich diesen Versuch mache. Also irgendwas habe ich zu diesem Punkt hingebracht, was ich tue. Was auch immer das war. Es waren viele, viele äußere Einflüsse, viele Erziehungsmaßnahmen, auf die ich in meinem Leben gestoßen bin, die mich jetzt dort hingebracht haben, dass ich jetzt sage, haha, ich mache das von mir aus. Aber es ist schon gut, wenn ich das Gefühl habe, ich mache es von mir aus. Ja. Das ist einen wichtigen Punkt angesprochen. Der Versuch von außen Formen zu gestalten und das interessante psychologische Paradoxon, dass es oft vollkommen nach hinten losgeht. Das Verbot der Dinge interessanter machen. Zahlreichen Versuchen ist das mittlerweile relativ deutlich das hervor und meistens auch aus der eigenen Erfahrung, dass der Versuch zum Beispiel aus einem Wissen zu vermitteln, wenn das Kind, der Erwachsene das nicht möchte und nicht selbst nachfragt, eine gegenteilige Reaktion auslösen kann. Von Mathematik will ich nie wieder was hören in meinem Leben. Das ist eines der Fächer, wo die Traumatisierung stattfindet, ist aber in jedem Wissensbereich denkbar. Also dieser Versuch, bewusst zu formen und dann vielleicht die Manipulation ein bisschen perfider zu gestalten und wirklich durchzukommen, gegen mögliche Blockaden und Filter. Das ist verblüffend, dass diese Fremderziehung so wenig wirksam ist. Und trotzdem nach wie vor eigentlich das Hauptmodell nicht nur sagen der Kindererziehung, sondern auch der Politik ist. Der Gedanke, dass die Besserung des Menschen durch die Institutionen erfolgen kann. Muss nicht der Fall sein. Was bislang noch nie gelungen ist. Nicht gelingen wird. Ja. Darum ist es, glaube ich, besser, wenn wir jetzt versuchen, die vielleicht mit gewissen Dingen unzufrieden sind und merken, dass das jetzt, dass etwas getan werden muss, sagen wir jetzt mal. Dass wir irgendwas, jetzt müssen wir was tun, ja, dass der beste Weg ist, es wirklich auch zu tun. Ja. Und das in kleinen Bereichen. Und mit diesen kleinen Erfolgen, die man rund um sich macht, zufrieden zu sein. Und nicht versuchen, jetzt etwa ein System neu zu erfinden und ein gedanklich erfundenes System dann irgendjemandem anzupreisen, dass das ist jetzt die Lösung für alle Probleme und so wird es funktionieren. Und ich bin sicher, dass in der nächsten Zeit auf uns ganz, ganz viele solche Vorschläge zukommen werden. Ja, gute Ideen, Menschen, die jetzt wissen, wie es wirklich geht, wie es besser ist, wurscht was auch immer. Ja, anderes Geldsystem, kein Eigentum mehr, kein Recht auf Boden, was auch immer, was da für Dinge auf uns zukommen werden, es wird einiges auf uns zukommen. Und dann werden wir wieder in die Falle tappen. Ja, wenn wir wieder glauben, ah ja, die sagen, das hört sich sehr gut aus. Also das ist eine gescheite Idee, aber es ist aber eben nur eine Idee. Und eine Idee ist etwas, was nie und nimmer in der Realität erprobt wurde. Also wir sitzen alle da, so wie wir jetzt da sitzen, nicht weil wir eine Idee sind von irgendjemandem, sondern weil wir durch ganz, ganz viele Fehlversuche zu dem geworden sind, was wir sind. Ja, also es ist nicht einer, der die Idee gehabt, das bauen wir so. Wobei es gibt Theorien, also es kann, ja, also Theorie, ich glaube, es ist so, dass das irgendwie einfach gesagt hat, das ist meine Idee und das mache ich jetzt in 7 Tagen, baue ich das und das passt. Das glaube ich nicht, das hat sich entwickelt. Aber eben durch Scheitern, Scheitern und Scheitern. Und das wird ja nicht aufhören. Ja. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, den ihr jetzt angesprochen habt, dass die meisten Menschen glauben, dass Veränderungen oder Missstände, die man beklagt, durch so große Programme wieder weggebracht werden können. Und dass man unterschätzt diese kleinen Schritte, von denen du gesprochen hast, also vielen kleinen Sachen, die man sich selber macht. Um die geht es letztlich. Wie geht es letztlich? Weil Ideen gibt es viele, ja, und
Also die schaut dann meistens so aus, dass die Leute sagen, ja, man müsste das machen, man müsste, man sollte, eigentlich sollte man. Das klärt er dann mal. Ja, das klärt er dann mal. Bei mir ist dann mal einer. Bei mir ist dann mal. Bei mir ist dann mal. Ja, genau. Immer diese Geschichten. Und dann wartet jeder am anderen, ja, dass irgendwas passiert. Und wenn dann etwas ganz was Großes passiert, dann sind dann große euphorische Begeisterungsstürme. Oft sind dann alle tot nachher oder unglücklich oder haben kein Geld mehr oder was auch immer. Ja. Und kann ich spielen. Ja. Also man unterschätzt eigentlich, was man mit sich selbst machen kann. Und diese kleinen Selbsterziehungsversuche. Und letztlich, also dort sind auch die Erfolge unmittelbar zu spüren. Und man überschätzt zugleich, was man selbst mit anderen Menschen tun kann. Und das, was einer unserer Wesentlichen stößt, ein bisschen diese Angst zu nehmen. Ich glaube, dass viele Eltern heute in dieser Welt mit all diesen Erziehungsversuchen, die auf uns einprasseln, mit all den vermeintlichen Bedrohungen, die sich abzeichnen, sich sozusagen immer tiefer Ohnmacht fühlen, durch die Erziehung zumindest richtig zu machen bei ihren Kindern und aus Angst hier zu scheitern, geradezu erziehungsneurotisch werden könnten. Und das ist eine Überschätzung, wie viel Erziehung ausmacht. Das ist dasselbe wie die Überschätzung. Wenn nur alle in den richtigen Typus von Schule gehen würden, dann wären alle Probleme weg. Und wenn es nur sagen, alle Eltern so machen würden, dann wären alle Probleme weg. Das ist eben sehr, sehr spannend, wenn man sich mit konkreten Wegen der Erziehung auseinandersetzt, wie groß die Vielfalt an Resultaten sein kann. Wie unterschiedlich wir zum Glück alle sind, wie wir sagen, mit ganz unterschiedlichen Biografien zu ähnlichen Punkten gelangen können. Übereinstimmung erzielen können, wie man mit exakt derselben Biografie bei Geschwistern in vollkommen andere Richtungen divergieren kann, nicht nur sagen von der Ideenwelt, sondern von der Persönlichkeit, vom Umgang mit Ereignissen und Herausforderungen. Und das sollte sein, einerseits eine gewisse Bescheidenheit, aber zugleich auch einen Mut wecken dazu, sich nicht so sehr zu fürchten davor, was man alles falsch macht. Man macht es ohnehin falsch, aber das Scheitern ist ja genau, worum es geht, wenn man es nicht auf eine allzu große Ebene aufbläst. Das heißt, unser Buch ist auch kein Erziehungs- oder Bildungsratgeber, weil das wäre das Dümmste, was man, glaube ich, machen könnte, ein Bildungsratgeber oder Lebensratgeber gibt es ja auch, oder ein Bildungsratgeber. Den einzigen Bildungsratgeber, den ich vielleicht brauche, könnte manchmal, ist, dass ich in ein Buchgeschäft gehe und sage, grüß Gott, meine Tochter heißt Ilvi, ist geboren am 23. Juni und ich möchte für Sie den Bildungsratgeber. Genau für Sie. Ja? Den wird es nicht geben. Es wird nur für alle Kinder, bei alle Kinder gleich sein. Und das sagen wir nicht. Und das ist, daher funktionieren diese Systeme nicht in Wirklichkeit, weil sie nicht funktionieren können. Ich glaube, alles, was sich Menschen ausdenken, geht immer davon aus, dass Menschen gleich funktionieren, dass man das Verhalten von Menschen einschätzen kann. Dass man voraussehen kann, wie sich eine gewisse Gruppe von Menschen in der Situation verhält. Gott sei Dank tun wir das nicht. Also manchmal tun wir es leider. Manchmal werden wir richtig eingeschätzt und wir tun es in der Masse, aber der Einzelne würde es nicht tun. Glaube ich, der würde ganz, ganz anders funktionieren. Darum probiere ich es, eine Erziehungsmaßnahme, die ich mir jetzt schon seit einigen Jahren irgendwie auferlegt habe, dass ich versuche, Menschen, wenn ich sie treffe, so wenig wie möglich zu bewerten und vor allem ihnen nicht zu verurteilen. Aber wenn mir der noch so deppert vorkommt, ich denke mir, der kann nicht anders. Sein Gehirn funktioniert so, der hat dieses Betriebssystem. Ich kann mich von ihm fernhalten, wenn ich mir denke, oh, der ist gefährlich für mich, aus irgendeinem Grund, dann kann ich mich fernhalten, aber ich darf ihn nicht bewerten und, oder vielleicht gar verurteilen. Weil verändern kann man sowieso nicht. Darf man gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, was einem als heranwachsenden Menschen sehr schmerzt. Ein Beispiel. Ich Skifahren gebe ich zum Beispiel. Ich habe vorgehabt, ich gehe eine Woche in die Skifahren und dann kommt plötzlich ein Wetterumbruch, es wird total warm und der Schnee schmilzt, ich kann nicht Skifahren. Ja. Dann muss ich es akzeptieren, ich kann nicht Skifahren, weil es ist kein Schnee. Es ist aber ein großer Unterschied, ob es an einem Wintertag passiert, wo viel Schnee ist und die Sonne scheint, und es sagt irgendjemand zu mir, in der Regel ist es ein Erziehungsberechtigter, heute wird nicht Skifahren. Du sagst warum, und der sagt, weil es so. Weil es Begründung. Das macht dann zornig. Also auf kein Schnee kann man nicht böse sein, meine ich. Wobei es gibt Verhaltensgeschädigte, die bringen das auch zusammen. Wenn es Weihnachten wieder keinen Schnee gab, dieser Witz, Gott sei Dank.
Ich sage, Gott, Weihnachten, ich sage keine Weihnachten mehr. Hallo, wie die Kinder. Es gibt mehr Wahnsinnige, als man glaubt. Ja. Aber wir sollten sie umsetzen, nicht selbst anlasten, selbst wenn wir wahrnehmen. Und wir tun das eigentlich alle drei, so schrecken uns ein bisschen, das so wahrzunehmen, weil dieses Klagen über die Jugend schon uralt ist und in der Generation wiederkommt. Aber man hat schon so den Eindruck, in der Masse betrachtet, diese unschönen Phänomene höheren Alkoholkonsums, einer gewissen Perspektivenlosigkeit, eines Mangels, wenn wir diese Übel wahrnehmen, dann kann das nicht an der Generation der Eltern liegen, weil da kein so großer Unterschied passiert ist, es ist schlicht die Zeit, die sich ändert.